Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zum Spiel gegen das Team der Woche. Angeführt von Wayne Gretzky in 99 Gesamt. 96, 97, 96, 93, 93, 93, 90, 90, 90. Ja, kann man mal so machen. Ich bin gespannt. Bill Ranford im Tor, zusammen mit James Reimer. Müssen wir mal schauen. Superstar, 4 Minuten, wie immer. Ihr kennt es, nächsten Freitag oder diesen Freitag versuchen wir Gutlewskis zu beenden. Ich hoffe, mir gelingt es. Mal schauen, wie viel Anläufe ich brauche. Wir müssen ja nur noch eigentlich, in Anführungszeichen, einen Schuss rechts oben treffen. Ne? Eigentlich theoretisch einfach. Schönes Trikot, meine Herren. Farbliche Gestaltung, 10 Punkte. Ein großer Fan dieses Trikots. McDavid kommt schon mal nicht zum Schuss beim ersten Mal. Beim zweiten Mal legt er die Scheibe durch. Gefährlich, Montour für Josi. Schuss kommt, ist geblockt. Gretzky. Oh, Josi. Montour läuft an der Scheibe vorbei. Nicht gut unbedingt. Lol. Auf Gretzky. Dann gibt das mal ab. Hemsky. Huberto. Und der kriegt einfach hinten mit. In dem Fall von Taylor Heisi. Huberto. Murphy. Josi. Verliert die Scheibe. Hemsky. Tankt sich durch. Oh, kriegt die Scheibe da gefährlich nochmal vom Tor. Voll mit guter Einschussmöglichkeit. Warum nimmt mir Montour die Scheibe weg bei diesem Konter? Versteh's nicht, Lowy. Heisi, oh, das ist nicht Heisi, das ist Nurse of Night. Nurse of Night. Oh, Crosby. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Gunny, Booth. McTavish. Geht er nicht optimal raus. Ball. Scheibe. Ich habe zu viel FIFA davor gespielt. Ah, Laus. Guter Schuss wiederum. Scheibe. Scheibe. Puck. Nicht im Kasten untergebracht. Zum Glück. Ninima. Crosby. Guter Druck hinterher. Aber die KI kann es natürlich leicht abwenden. Oh, Crosby. Nurse, Scheibe fliegt da rum. Nurse. Oh. Ranford hat sie. Scheibe liegt ein paar Mal gefährlich. In Einschussnähe des Tores. Harvey, guter erster Schuss. Marchessault. Doughty. Harvey mit dem Hammer. Ranford in die Arme. Seitel macht er gut. Drei Seitel. Carpenter hinaus. Carpenter kommt nicht hin. Drei Seitel wird behindert. Schafft aber niemals nochmal einen zu verpassen. Marchessault. Oh, so einfach abgeschüttelt haben wir jetzt nicht. Shepard. Hunter. Goodie. Braden Point. Braden Point kommt auch nicht vorbei. Ja, Hunter. Die Scheibe tief, Doughty, der Einzige, der hinkommt. Und Hirikoski kann kontern. Die ist einfach vorbei an drei Leuten. Jenny Hirikoski. Und das ist Corey Perry. Corey Perry. Nein, noch. Man kann es ja mal probieren. Shepard. Doughty. Perry. Perry bleibt an Allen hängen. Faber. Scheibe liegt da gefährlich. Hirikoski, Heisi.
Macht mit. Nimmt McDavid mit. McDavid außenrum vorbei. Kriegt den Schlag ab. Also ab durch die Mitte. Das kann sie gut. Nimmt außen Gretzky mit. Gretzky, McDavid, 1-0. Ich wollte gerade sagen, das ist zu einfach. Wenn McDavid und Gretzky zusammen da so durch sind. Dann ist das bisschen zu einfach. Einfach auf der anderen Seite. Josi kommt daran. Über da unten. Oh, Heisi! Boah! Josi abgefälscht. McDavid. Gretzky. Heisi aus der Drehung raus. Oh, Montour, ja. Die Scheibe fliegt an Freund und Feind vorbei. Führung. Nach 20 Minuten. Geht in Ordnung, glaube ich. Sicherlich nicht perfekt. Brauchen wir nicht darüber diskutieren. Gretzky holt sich die Scheibe direkt zurück. Hier ist sie. Nimmt den Platz mit, den McDavid ihm da eröffnet. Boah. Nemski. Ich würde sagen, da wird der Platz ist dann gleich eng für den Tschechen. Oh, Heisi. Oh, Taylor Heisi. Taylor Heisi. Mei. Und da gibt es wieder die Strafe. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Warum? Kann doch gar nicht wahr sein. Natürlich ärgert mich das maßlos hier. Kann ja nicht wahr sein. Jedes Mal dieselbe dumme Strafe. Cernus. Sarah. Nurse, kommt nicht zum Schuss. Schussmechanik war da. Scheibe verlässt aber nicht die Kelle. Harvey mit Garnier 2 auf 1 gegen Booth. Schön gemacht von Caroline Harvey. McTavish, Ninima, nein. Marchessault, oh, findet Nurse. Weltklasse gespielt, Nurse wird dann abgeräumt von Laus. Garnier. McTavish wird vernichtet von Harvey. Harvey stupst die Scheibe weiter zu Doughty. Wie? Wie fällt Doughty? Warum fällt Doughty hier? Schläge erstmal zwischen den Beinen, das ist schon mal gut zu sehen. So, jetzt hat er die Scheibe. Und jetzt kommt der Check nach dem mit dem Arm. Klar, schau mal, mit einem Arm schafft es gar nicht, Doughty, schau mal, Doughty so wegfliegen zu lassen. Ach komm, das ist so. Und daraus, aus dieser Situation ergibt sich wieder ein Tor. Es ist unfassbar. Es ist sorry. Wie gesagt, ich habe kein Problem, wenn Tore fallen. Aber wenn sie dann wieder so passieren, sorry. Sorry, es ist einfach... Zum Kopfschütteln. Es ist einfach zum Kopfschütteln. Gretzky
3-1 zum Glück, Nurse, schön gespielt. Von Knight und Crosby davor. Aber es kann doch nicht sein, dass wieder aus so einer Kacksituation, wo ein Spieler mit einem Arm einfach so weggecheckt wird und der Spieler dann, keine Ahnung, 4 Meter fliegt danach. Und aus so einer Situation wieder ein Tor entsteht. Das ist einfach. Ja, ich weiß gar nicht, warum ich ihr noch irgendwas sage. Das ist genauso wie das hier, dass die Scheibe hier 2000 Meter wegfliegt. Verstehe ich einfach nicht. Irgendwie die Physik Department bei der NHL-Team so gar nicht funktioniert. Boah, Corey Perry. Der ist so krass. Der ist so krass. Schöner Pass. Perry überläuft die Abwehr, hat viel Platz, schaut sich Ranford aus und legt diese Scheibe dann so schön in den Winkel. Zweites Spiel, zweites Tor für den Mann mit der 24. Bevor jetzt viele fragen, warum hat Perry die 24? Der hat bei Anaheim die 10 gehabt, der hat bei Tampa die 10 gehabt, der hat jetzt bei Edmonton die 94, der hatte in Montreal die 94 und bei Dallas hat er auch die 10 und die 94. Ja, bei Kanada hat er aber die 24. Und wenn ein Kollege im Triple Gold Club ist, dann hat er sich die Nummer definitiv verdient. Boah, Point Welt. Boah, das war richtig schön gespielt. Das war richtig schön gespielt. Heisi, schön abgelegt. Point eh schon richtig gestanden. Aber er schafft es leider nicht, Ranford die Scheibe hier durch die Beine zu legen. Boah, das wäre es natürlich gewesen. Hoffnung. Linsmann, Oles, Oettinger nochmal. Oettinger hat die Scheibe, jawohl. Jussi, Gretzky, McDavid. Legt die Scheibe tief. Da findet er weder Freund noch Feind. Drei auf drei Situation mit Murphy. Rikowski hält die Kelle rein. Gretzky hält die Kelle rein, das ist immer noch Hoffmann. Der ist schon müde, Allen, Cogliano. Vögele. Hoppala, jawohl. Jetzt noch Taylor Heisen. Der ist ja schon müde. Aber wenn es jemand schafft, dann Taylor Heisen. Fehlt, ne, Gretzky kriegt die Scheibe nicht. Shepard. Nikoski. Scheibe fliegt tief zu Favor. March so. Jonathan Marchessault mit Tempo. Und dann frage ich mich wieder, wie blöd diese KI ist. Es ist unfassbar. Das ist nicht zu beschreiben. Es ist wirklich nicht zu beschreiben. Du hast einen Konter. Es ist nicht zu beschreiben, wie blöd diese KI ist. Und nur so zur Info, das ist 99 Offensivbewusstsein Gretzky. Steht jetzt schon in der Offensivzone. Da sind wir noch weit von dieser Zone entfernt. Macht auch keine Anstalten zurückzugehen. Wie gesagt, es ist wirklich zum Kopfschütteln. Ich würde so gern so viel mehr Positives über dieses Game reden. Und dann sehe ich eine Szene hier und denke wieder, ich kann nicht. Es geht nicht. So eine Szene darf nicht mal passieren. Rikowski. Carpenter. Oh, schön. Schön. Alex Carpenter. Boxen das für die Bude. Schaut der Torhüter ganz schlecht aus.
Junge, sieht der doch schlecht aus. Huberto kriegt einfach Neid ab. Hemsky. Boah. Dowdy weicht ihm aus. Harvey kriegt die Scheibe. Caroline Harvey hat schon mit ihm zusammengespielt. Dieses Jahr. Das ist Sorin Earth. Den kann sie so gut. Den kann sie so gut. Das ist unfassbar. Den kann sie so gut. Die rennt da durch, schaut kurz, schaut sich den Torhüter an. Alles klar. Und drin ist er. Neid. Neid. Boah, geklärt. McTavish. Low. Oh, ja! Junge, Alter, das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz. Bei einem 2 und... Nee, das ist... Tut mir leid, da fällt mir nichts mehr ein. Da fällt mir nichts mehr ein. Da fällt mir nichts mehr ein. Ich meine, ja, es sind 15 Torschüsse, um Himmels Willen. Soll nicht zu wenig sein. Aber dass der drin landet. Kopfschütteln. Till Eisen. Nervig. Ja, Heise tut sich zunehmend schwerer. Aber sie erfüllt ihre Pflichten, die sie hat. Und das wirklich mit Bravour. Auch wenn sie dieses Jahr vielleicht ein bisschen mehr Vorlagengeberin als Torschützin ist. Und da hat sie einen Assist. Weltklasse gespielt von Crosby. Sieht Knight. Und die sieht die Lücke beim Torhüter. Genau zwischen Handschuh und Schoner hindurch. Unsere Nummer 21. Crosby, boah, nochmal Hillary Knight, aber direkt nochmal ins kurze Eck. Sechs Tore Führung jetzt für die Jungs und Mädels in Orange. Monto, Yossi. Monto ist geblockt. Oh, Knight passt nicht auf, hätte er hingehen müssen. Macht's Montour halt selber. Brandon Montour! 9-2! Und wie frech! Bei dem meint halt auch jeder, wenn er so rüberzieht, der macht einen Pass. Ja, kann er, aber pff. Wenn dann Reimer so eine Lücke da oben lässt, wieso passen? 9-2. 7 Tore Vorsprung jetzt.
Und wieder Crosby in der Mitte durch. Crosby in der Mitte durch. Und dann hat Lowry Glück, dass er rankommt. Siehst du das, wie schnell, wie viel schneller du laufen kannst, wenn du mit diesem Check anläufst? Das ist eine Frechheit. Es ist echt eine Frechheit. Also. Gegen Laus schön ausgeschaut. Heisi macht ihn selber. 33. Treffer. Für unsere Kapitänin. Wieder Heisi mit der Option. Ja, wird von Laus von der Scheibe getrennt. Der verletzt sich aber auch gleich wieder. Und das ist Gretzky, der da wechseln fährt. Heisi hat nochmal die Chance. Heisi. Ja, wieder. Leichtfertig den Gegner abgehängt. Carpenter. Carpenter. Heisi. War nicht schlecht. Gretzky hatte die Möglichkeit. Laus, Gretzky, gut gemacht. Laus. Corey Perry. Und das war doch schon dieses Spiel. Corey Perry. Das ist zu einfach. Hemsky, McTavish. Ja, gut verteidigt, Montour. Ja, müsste halt auch mitgehen. Knight nimmt Billy Wo mit. Billy Wo verliert die Scheibe, checkt den Torhüter. Und jetzt gibt es auch wieder 2 Minuten für Torhüterbehinderung. Ja. Ist einfach zum Kopfschütteln. Es ist einfach zum Kopfschütteln. Also, letzte Spielminute nochmal Unterzahl. Starke Scheibe von Josi, kann man nichts sagen. Das ist Marchessault. Was der drauf hat, wissen wir. Ich habe nur die Fürchtung, dass der Gegner noch nicht weiß. Hoffentlich würde der den nicht so laufen lassen hier. Booth, oh, 2-1-Situation. Booth hat schon 2 Tore. McTavish, nein. Scheibe drin, 15 Sekunden noch Booth. Garnier. Oh, da schmeißt sich Knight nochmal dazwischen rein. McTavish, Chirikoski. Nochmal der Schuss, denn jetzt ist er aus. Wir gewinnen zu Hause zweistellig. Hätte ja nicht unbedingt gut ausgeschaut bei beiden Toren. Aber er kassiert zumindest keinen mehr im letzten Drittel. Und da ist 10-2 für uns. Und hier nehmen wir jetzt gleich die volle Punktzahl mit. Das sieht auch gut aus. Münzen gesamt 774. 2 Tore im Mitteldrittel wären nicht nötig gewesen. Gretzky mit 4 Punkten.
Das ist schon ein ganz guter Thumbnail. Mit Corey Perry. Hat er sich verdient. Generell starker Auftakt von ihm, muss man einfach straight so sagen. Also, letzte Reihe, zwei Spiele, zwei Tore. 10-2 ist am Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Sagt, schau mal vor, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann, Tschüssikowski.